Und weiter geht's bei Let's Play Summon the Sorcerer Teil 2. Ja, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme, weil die erste Aufnahme musste ich leider kurzzeitig beenden, weil ich vergessen habe, Skype auszumachen. Oder das Dosentelefon, wie manche andere, oder wie es offiziell heißt. Ich verbinde ja nur mit Skype. So. Wir gehen kurzerhand rein, denn wir haben jetzt nun das, was wir auch brauchen, nämlich den Katalog. Wo zum Teufel glaubst du, gehst du hin? Ich hoffe, du wolltest dich nicht in die Festung schleichen. Das könnte nämlich sehr ungesund für dich werden. Du könntest dabei einige Körperteile verlieren. Wichtige Körperteile. Auch ein heißes Bad in glühender Lava wäre eine passende Bestrafung. So. Ich bin für falsch abgebogen. Ich bewundere nur die... Ich bewunderte nur die schöne gotische Architektur. Der Boss mag es nicht, wenn jemand hier rumschlüffelt. Er wird dann schweinesauer, sozusagen. Und das wäre gar nicht gut. Also verzieh dich besser ganz schnell. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, dich zu einer unfreiwilligen Organspende zu bewegen. Eben fällt's mir wieder ein. Ich bin geschäftlich hier. Bist du der Dekorateur? Ja. Wo ist dein Musterkatalog? Der Boss sagte, du würdest einen Katalog mitbringen. Da haben wir ihn. Ich habe ihn hier. Nun, ich schätze, du kannst eintreten. Du findest den Boss die Stufen hoch in seinem Labor. Und verlauf dich nicht, hörst du? Okay. Wie weit wird er kommen? Ich schätze so um die 20 Meter. Glaubst du, der Boss überlässt uns seine Kniescheiben? Na lecker. So, wir nehmen zum einen den Gobelin. Das sieht ja unschön aus. Und dann gehen wir auch gleich hier den Treppengang. Hier drinnen stinkt es wirklich ekelhaft. Benutzen wir einfach mal. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Hä? Wer hat den Sack über meinen Kopf gestülpt? So, das müssten wir höchstwahrscheinlich tun, aber das ist dann ja. Ich habe den Schweiß in die Flasche gefüllt. Ich laufe nicht im Dunkeln in Räume, die ich noch nicht kenne. Ich laufe nicht im Dunkeln in Räume, die ich noch nicht kenne. Ich laufe nicht im Dunkeln in Räume, die ich noch nicht kenne. Es werde Licht. Oder muss man nichts mehr?
jedes Mal dasselbe Spiel. Bitte friss mich nicht, Herr Biest. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Außerdem schmecke ich überhaupt nicht gut. Lass mich leben, bitte. Halt mal die Luft an, ja? Du meinst, du wirst mich nicht auffressen? Vielleicht. Wir unausbrechliche Schrecken sind wie die Leute von der Steuer. Jeder hasst uns. Dabei machen wir nur unseren Job. Meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein Schokoladenkeks. Ich weiß allerdings bis heute nicht, was sie damit gemeint hat. Es ist schön, mal mit jemandem zu reden. Ich meine jemand, der nicht gleich schreit, stirb, Höllenbrute! Du brauchst bestimmt einen Haufen Zahnpasta, oder? Und Zahnseide. Du glaubst gar nicht, was für Ausgaben das sind. Dabei ist Zahnpflege gerade in meinem Beruf so wichtig. Ja, da war mal wieder das gute Thunderbird dabei. Egal. Was genau ist denn dein Job? Es gibt für uns unausbrechliche Schrecken keine große Auswahl. Dabei wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Nun bin ich der Chef der Sicherheitsabteilung. Chef der Sicherheitsabteilung? Ich fresse jeden, der versucht, hier durchzugehen. Oh oh. Nun, würdest du mich eventuell vorbeilassen? Ich fürchte, ich würde dich auffressen müssen. Ich könnte ja deine Knochen durch die andere Tür spucken. Oh ja, bitte. Nein, das geht auch nicht. In meinem Beruf ist Loyalität sehr wichtig. Es war schön, mit dir zu plaudern. Und tschüss. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Mein Name ist übrigens der Unausbrechliche. Ich würde dir ja eine Hand zum Abschied reichen, aber ich habe keine. Gut, also da kommen wir schon mal nicht vorbei. Ich weiß schon, warum man hier den Himmel betiteln muss. So, und ich weiß gar nicht. Was für eine bizarre Idee. Was für eine verrückte Idee. Dennoch, ich werde es mal ausprobieren. So, damit der nämlich nicht aufwacht. Ich werde ihn erstmal ein bisschen verzaubern. So, jetzt haben wir Hühnchenkartoffeln. Ich höre einen Zauberer. Ich wollte eigentlich nur... Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich dich fresse, wenn du das versuchst. Glück für dich, dass mir mein American Dressing ausgegangen ist. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich habe 47 Ohren. Klingt einleuchtend. Ich habe das Hündchen in dieses Paar Schuhe verwandelt. Na gut. Benutzen wir erstmal die Sprayflasche. Denn der Gute kann uns nämlich auch ganz gut riechen, soweit ich noch weiß. Und wir ziehen die Pantoffeln an.
Und wir sind drüben. Hier diese blöden Schuhe wieder auf. So, und wir sind jetzt nun wirklich, wirklich kurz vom Ziel. Das weiß ich nämlich noch. Viel ist das nämlich nicht mehr. Na, das nenne ich aber mal ein Treppenhaus. Da ist ein Knopf an der Wand. Ich frage mich, wofür der ist. Au! Au! Ich sollte besser versuchen, den Zeitstab zu finden und mich damit zu befreien. Nun, ich glaube, den Zeitstab finden wir woanders. Da gehe ich nicht lang. Da riecht's nach Radieschen. Mhm. Und da haben wir ihn noch. Sie ist fest mit dem Anzug verschraubt. Gut, dann brauchen wir also den Schraubenzieher. Und dann benutzen wir den Schraubenzieher ganz einfach mit Sortierhand. Denn das ist er. Sorted. Und wir haben ja hier einen Fingerabdruckkasten. Identifikator. Bitte legen Sie Ihre Hand zur Identifikation auf. Handabdruck bestätigt. Übrigens auch sehr nett, was der Runt dann nämlich macht. Ich glaube, das ist Sordids Gehilfe. Ja, auf jeden Fall nehmen wir den Zeitstock. Nachdem ich den hier habe, sollte ich besser nach unten gehen und mich befreien. Was machst du hier? Kennen wir uns? Ich hab dich doch in den Kerker gesperrt. Du musst mich verwechseln. Ich wollte gerade gehen. Macht nichts. Ich wollte dich sowieso gerade holen. Der Plan meines Meisters ist bereit zum Ausführen. Zeit, Lebewohl zu sagen, stinkender Zauberer. Warte, was macht diese oben ohne Tanzgruppe denn da drüben? Wo? Na da. Zeit für einen scharfen Abgang, glaube ich. Und zack, weg. Und falls wir uns noch daran erinnern können. Die Stelle haben wir nämlich schon mal gesehen. Das ist so geil. Ich finde sowas immer ganz toll. Tada! Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackel einfach mit den Ästen. Okay. Kannst du nicht wenigstens einmal was Originelles sagen? Alles ist bereit, genau wie es der Meister geplant hat. Ich glaub, es wird das Zeit was? Für eine kleine Reise, Zauberer. Wegen dir befindet sich die Seele meines Meisters in der Hölle. Dafür musst du ihn auch aus ihr befreien. Ich habe dir seine Entlassungspapiere in den Hut gesteckt. Komm ja nicht ohne ihn wieder.